Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Expertentipp. Heute zum Thema Vereine. Die Schweiz ist also etwas wie das Land von Vereinen. Schätzungsweise gibt es über 100'000 und sie beleben natürlich auch wirklich die Stadt und die Dörfer und sorgen für viele positive Emotionen. Es kann aber natürlich auch immer wieder mal zu Zwischenfällen kommen. Und wie man hier am besten geschützt ist als Verein, das schauen wir heute an mit der Miriam Hischier, Kundenberaterin bei der Helvetia Oberwallis. Hallo Miriam. Hallo Patrick. Nehmen wir vielleicht einmal als erstes Beispiel, nämlich das Vereinslokal. Da kann ja leider immer wieder einmal eingebrochen werden. Wie sieht es da aus mit dem Versicherungsschutz? Wie du sagst, auch im Vereinslokal kann eingebrochen werden, nicht nur daheim. Hier ist sicher ratsam, dass man das Inventar, die Einrichtungen mit einer Sachversicherung absichert. Am besten gegen den Einbruch, Diebstahl, aber auch gegen Wasser, Feuer, Elementar und den Glasbruch. Mitversichern kann man in dem Sinne auch anvertrautes Dritteigentum, das eingeschlossen ist. Jetzt hat aber nicht nur Sachen, Einrichtungen, die es drin hat, sondern der Verein selber, das Lokal selber oder auch das Clubhäuser. Hier ist sicher auch ratsam, wenn man einfach eine Gebäudeversicherung macht. Du hast gerade erwähnt, aber so das Eigentum, die Sachen, die sind ja zum Teil sehr teuer. Namentlich, wenn man an Musikinstrumente denkt, zum Teil auch Sportgeräte. Wie tut man die am besten versichern? Geräte, Material, wie ich vorher erwähnt habe, einfach eine Sachversicherung abschließen. Jetzt kann aber auch so ein Material, ein Gerät beschädigt werden. Hier ist sicher ratsam, dass jedes Mitglied eine Privathaftpflicht hat. Weil das wäre, dann läuft dann über die Privathaftpflichtversicherung vom jeweiligen Mitglied die Beschädigung. Was man mitversichern kann, ist in dem Sinne die böswillige Beschädigung von Dritteigen. Ja, also solche, die unbekannt sind. Genau. Und das ist aber eine Zusatzversicherung? Genau, das ist eine Zusatzversicherung, die man in dem Sinne mit einschliessen kann. Gut. Viele Vereine sind eher zu klein, für sich das alles zu informieren. Und gibt es vielleicht für dich von Seite von einem Versicherer also etwas wie ein Standardpaket, um möglichst alle Risiken einzuschließen? Genau, so viele Vereine haben Zentralverbände, Dachorganisationen, die für den jeweiligen Verein das anbieten. Hat man das nicht und braucht man etwas Spezielles, sollte man am besten mit einer Beraterin, mit einem Berater zusammensitzen und eine passende Lesung suchen, was macht jetzt Sinn, was nicht. Weil wenn ein Schaden ist, ist nicht nur der Schaden, den man hat, sondern auch die Vereinskasse kann geschädigt werden. Genau, ja, die Vereinskasse, für die läuft's besser, machen viele natürlich grosse Anlässe. Musikfeste, Krimpelturnier, Jubiläe, das gibt es verschiedene Sachen. Wenn wir hier mal schauen, ein konkretes Beispiel. Ein Verein hat ein Zelt aufgestellt. Das Zelt geht aber kaputt und es kommen Leute dazu zu Schaden. Wie sieht es hier beim Versicherungsschutz aus? Hier gibt es verschiedene Punkte, die wichtig sind. Einerseits ist das Zelt gemietet oder hat man es sogar selber im Verein. Hat man so richtig fachgerecht aufgebaut? Und hat man sonst noch Vorkehrungen getroffen, damit das alles standhält. Hier ist sicher eben wichtig, dass man die Vereinshaftpflicht hat. Genau aus dem Grund, wenn etwas passierte. Es kann auch sein, dass der Verein selber geschädigt wird. Dort die Haftpflicht auch ungerechtfertigte Ansprüche gegenüber dem Verein abwenden. Wenn man jetzt aber spezifisch ein Fest, eine Veranstaltung hat, zum Beispiel eben ein Jubiläum, wo mehrere Vereine sind, wo genau nur eine Zeit Räume hat, wo die Veranstaltung stattfindet, dann kann man hier eine Veranstaltungshaftpflicht machen. Zusätzlich gibt es auch den Grobfahrlässigkeitsverzicht, den man mitversichern kann. Der ist aber meistens bei vielen Versicherungen schon mit eingeschlossenem Servicepaket. Okay. So Vereinsmitglieder sind ja viel unterwegs. Wie sind die versichert, wenn sie im Auto miteinander sind? Privatfahrzeug von den Mitgliedern hat ja jedes Mitglied selber versichert. Hier ist die Haftpflicht, die obligatorisch ist. Das Gleiche ist auch bei einem Vereinsauto. Die Haftpflicht ist hier obligatorisch. Was hier ein Zusatz ist, was sicher Sinn macht, ist die Insassen-Unfallversicherung. Weil das sind alle, die drinnen sind, alle Insassen-Mitglieder mitversichert. Vereine leben ja vor allem von denen, die vorne dran sind. Die Trainer, Dirigenten oder solche, die helfen können. Wie sind denn die eigentlich geschützt? Sobald man einen anfallpflichtigen Lohn ausgezahlt wird, muss man die gegen Berufsunfall obligatorisch versichern. Schaffen Sie mehr als 8 Stunden in der Woche, muss man schon gegen Nicht-Berufsunfall mitversichern.
Es gibt nachher noch die Sozialversicherung und die berufliche Vorsorge. Hier ist aber am besten ratsam, wenn man mit einem Berater, mit einer Beraterin Kontakt aufnimmt, damit man das genauer anschauen kann, was man braucht. Okay. Du sagst, das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir als Zusammenfassung euch nehmen können. Es ist vielfach so, dass man das wirklich am gescheitsten im Detail geht mit den Profis anschaut, weil es halt doch komplexer ist, als man das Gefühl hat, auch wenn es um den Spass geht und um die Freizeit. Genau. Okay. Vielen Dank. Merci vielmals, dir weiterhin alles Gute. Und merci euch auch, habt ihr eingeschaltet. Wir sehen uns bald wieder zur nächsten Ausgabe vom Expertentipp. Ade miteinander. Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung.